Rory. Ein Dreier hat er schon getroffen. Brackett Chapman hat aufgepasst. Einer, den man in der BBL schon kennt, Manning. Schrittfehler verdächtig beim Start, aber dann die Punkte. Max DiLeo, Dean Williams, passt. Will jetzt 1 gegen 1 gegen Williams spielen, aber der ist gut darin, kleine Vorsicht zu halten. Crockett auch gut verteidigt von Schormann und dann kommt Sanander früh und hämmert das Ding durch. Jay, guter Pass. Brandon Tischler veredelt das Ganze. Der Schlüsselspieler bleiben in Oldenburg. Aber Manning Jr. und der Mann hier, die sollen ihn entlasten. Kyle Forster, ein Shooter, wirklich punkten kann. Dean Williams. Justin Bango ist da mit dem Block. Sofort geht es in die andere Richtung. Überzahl Braunschweig. Schormann nutzt das Ganze. Starkes Spiel bislang von Len Schormann. Forster. Dreier. Bango hat die tiefe Position gegen den kleineren Schormann. Die beiden neuen Guards, die sind ein Upgrade. Dreizehnter Ballverlust, Peterka. Ja, der muss den Ball nicht großartig runternehmen, der kann ihn oben lassen. Klasse Block vom kleinen TJ Crockett Jr. gegen Ibuka Itsundu. Und dann legt er vorne nach mit dem Dreier. Gegen Williams. Der ist sehr, sehr gut darin, sowas zu verteidigen. Und Baranjay, so wie Süller da jetzt gerade einen schwierigen getroffen hat, legt er. Es ist offensiv noch nicht wirklich rund bei den Oldenburgern. Und bei Braunschweig sehr, sehr eindrucksvollen Dank gegen Süller. Crockett. Ja, das ist mal eine Lösung dieser Situation. Aus Braunschweiger hier eine erfolgreiche Heimpremiere feiern können. Nach dem Sieg im Pokal, dann wahrscheinlich auch ein Sieg in der Liga. Da ist der Top-Dreierwerfer, da ist Kyle Forster.